Fresh Kid Z, Fresh Kid C, yes, sir. Fresh Kid P, Fresh Kid T. Oh yeah, we back. Oh, and Zach Boone, by the way. Yeah, Jones. Yeah. Ja, servus Leute, hier ist wieder euer JB und heute gibt's das erste Gameplay-Commentary im Bereich Klasseneditor. Ich habe ja ein kleines Infovideo gemacht und da habe ich ja angekündigt, dass ich eine neue Serie starte. Die der Serie geht es darum, ja, Gameplays zu erspielen mit irgendwelchen Klassen. Dafür gibt's im Internet einen Klassengenerator. Den Link werde ich mal in der Beschreibung hinzufügen, da mich einige gefragt haben, wie der Link heißt, beziehungsweise wo ich das machen kann. Und ja, da will ich gleich zu dieser Klasse kommen. Die Klasse kennt ihr ja schon aus dem Infovideo. Da habe ich sie ja mehr oder weniger bekommen. Deswegen nenne ich sie nochmal kurz. Also ich spiele hier ein Team Deathmatch auf WMD mit der MP5K oder MP5K. Auf die geparkt wurde das Schnellfeuer und meine Secondary war das Ballistic Knife. So, kurz zur Ausrüstung. Ich habe da gespielt mit der Semtex, mit der Rauchgranate und mit den Claymores. Und meine Perks waren, glaube ich, Leichtgewicht, genau, Flinkheit und Hacker. Also mit dieser Konstellation habe ich selber noch nie zusammengespielt. Und hier mal ein kleiner Fail, ich weiß auch nicht. Ich habe auf den geschossen und hier, ja, habe den einfach nicht bekommen. Dann ist er von der anderen Seite versucht und da ging es dann nach einer Zeit. Aber ja, kurz vor den Killstreaks. Ich habe gespielt mit dem Bodenluftgeschütz, mit der Cobra und mit dem Chopper. Also nicht gerade die besten, beziehungsweise nicht gerade die beste Auswahl, sag ich mal. Weil das Bodenluftgeschütz ist zwar nicht schlecht gewesen, aber die Drohne wäre mir lieber gewesen, damit ich sehe, wo die Gegner sind. Und ja, mit dem Chopper und mit der Cobra ist halt ein wenig dumm gelaufen, weil ich habe die Cobra erreicht und während die in der Luft war, konnte ich ja meinen Chopper nicht rufen. Aber war eh nicht so schlimm, da ich auf dieser Map nicht so viele Kills mit dem Chopper gemacht habe, da die Map ja nicht so gut ist, beziehungsweise nicht geeignet ist für den Chopper. Und ja, der Endscore war trotzdem, ja, recht gut, fand ich. Nicht mein bester, aber ich wollte trotzdem so schnell wie möglich das erste Gameplay von dieser Serie hochladen. Und ich hoffe natürlich, dass es euch gefällt. So, dann als nächstes, ich habe die 1000 Abos jetzt geknackt, hat glaube ich 1005 oder so, ich habe gerade eben nochmal geschaut, da war es ein bisschen mehr. Und natürlich werden sich jetzt einige fragen wegen Abo, Special und alles drum und dran. Da wird erst einmal nichts kommen, zu viel sei gesagt. Ich lade erstmal das Gameplay hoch, danach wird ein Live-Commentary kommen und dann werde ich natürlich erstmal die Open-Lobby-Highlights das Video hochladen. Ich habe das schon so lange, aber bin dann nie dazu gekommen, das hochzuladen, weil es einfach zu groß ist. Und ich werde auf jeden Fall dann noch eins machen, beziehungsweise werde ich es hochladen, sag ich mal so. Also ist schon fertig. Ich muss es nur noch hochladen, weil einige warten da schon. Ist auch schon ein wenig her. Ich bitte das nochmal zu entschuldigen, aber es ist halt recht groß, Detail, und mit meiner Leitung ist es auch nicht so das Beste. Aber ich habe jetzt was gefunden, wie ich es schneller hochladen kann. Deswegen dürft ihr gespannt sein auf die Tage. Dann allgemein möchte ich noch ein bisschen über die Klasse reden. Das war ja etwas Neues für mich. Ich habe mit der MP5K noch nicht so viel gespielt. Ich habe die meisten nur am Anfang genutzt, wenn ich Prestige gedrückt habe. Sonst habe ich selten mit ihr gespielt. Ich muss sagen, der Aufsatz, also mit Stellfeuer, geht die richtig gut ab. Wenn man da ein richtig gutes Aiming hat, dann geht es richtig geil ab. Hab da, glaube ich, 2-3 Runden erst gespielt und dann kam schon dieses Gameplay hier raus. Ich muss sogar sagen, dass ich teilweise den Spray besser finde als bei der AK-74U, also mit Stellfeuer. Finde ich die MP5K sogar ein bisschen besser. Mich würde sogar mal interessieren, ob von euch jemand weiß, wie das da mit ruhiger Hand aussieht, welche da besser aus der Hüfte sprayt, weil ich habe das selber noch nicht gemacht, nur mit der AKU und mit der MP5K eher weniger. Ich werde das selber auch mal testen, aber vielleicht hätte der ein oder andere schon ein bisschen Erfahrung damit, wie das da so abläuft. Und ja. Die Killsticks waren eigentlich auch ganz okay, aber ich habe schon gesagt, ich bin dumm gelaufen mit dem Chopper und mit der Cobra. Aber kann man nichts machen. So, dann möchte ich auch mal hinweisen, dass ihr bei dem Infovideo eine Zahl hinterlassen sollt, zwischen 1 und 5. Ich glaube, 2 oder 3 Leute haben das schon was hinterlassen. Auf dem ersten Platz zur Zeit steht, glaube ich, die Zahl 4. Sollte das noch sein bis zum nächsten Gameplay? Dann wird es natürlich die 4 sein. Ich werde es auf jeden Fall wieder live machen. Hier habe ich es nicht live gemacht, weil ihr das Video schon gesehen habt, beziehungsweise die Klasse. Habe sie extra nochmal genannt. Und ja,
besten schaut ihr dann mal das Infovideo an und dann lasst dann nochmal euer Kommentar, eine Zahl zwischen 1 und 5. Und ja, dann erstelle ich wieder eine Random Klasse. So, das war es eigentlich so, was ich bis jetzt so zu besprechen hatte. Ich hoffe eigentlich, dass ich nichts vergessen habe. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie lange das Gameplay noch geht. Naja, geht noch eine knappe Minute. Jetzt habe ich einen kleinen Fail gemacht. Eine knappe Minute, genau. Ach ja, was ich noch sagen möchte. Ich werde demnächst ein kleines Channel-Update machen. Ich werde jetzt eine Playlist und alles hinzufügen. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe bei einem Video. Aber wenn ja, dann tu es jetzt nochmal. Und ja, ich habe schon ein paar Bilder von einem Freund bekommen. Der hat sie extra für mich erstellt mit Photoshop. Werde meine Playlist erstellen, damit es alles ein wenig übersichtlicher ist. Und grob kann ich sagen, es wird natürlich auch COD 4, 5, 6 und 7 dabei sein, obwohl da noch keine Gameplays gekommen sind. Aber da wird auf jeden Fall noch was kommen. So, dann kommen wir mal kurz zu dem Endscore. Der lautet 38 zu 6. Ich war nicht ganz zufrieden, weil zwei Tore waren wegen überflüssig, aber ich wollte einfach das Gameplay posten, weil ich es ganz okay fand. Ich hoffe, es gefällt euch und bis zum nächsten Mal.